So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, eine neue Runde. Ja, irgendwie hier. Oh. Oh. Hat ja super angefangen. Oh. Und bei mir mit dabei, der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Guckt im Titel über euch, da steht es. Nee, unter euch. Unter dem Video, nicht unter euch. Oh Gott. So, eine neue Runde. Bienchen, Blümchen, aber kurz noch ein Update. Ja, ich habe da nochmal weitere Dingens hingebaut und Klaus und ich haben jetzt das gerade nochmal ein bisschen optimiert und Klaus hat nochmal die, ja, so das Drumherum ein wenig angepasst. Moment, ganz kurz. So, haben wir kurz nochmal meinen Timer gestartet. So, also, wir haben 6 Windräder, jetzt fange ich auch an mit Windräder. 6 so eine Water Wheels und die werden dann halt jetzt wunderbar umspült. Und wenn drin die Zentrifuge läuft, dann kommt die Zentrifuge sogar gegen an. Also das heißt, wir sind jetzt auf diese ganzen Stirling-Geschichten sind wir gar nicht mehr angewiesen. Ja gut. Also zumindest so, aktuell. Du hast gesagt, der Concrete muss raus, ne? Der Concrete sollte eigentlich heute Abend raus, aber okay. Boah, bin jetzt gerade mal dabei. Ja, weil ich muss hier eh noch... Keine schwebenden Blöcke, also keine physikbezogenen Blöcke, bitte. Nein, nein, nein. Denn das Ganze hier oben hinzubauen, was da jetzt noch alles kommt, wäre, glaube ich, ein bisschen dämlich und ein bisschen suboptimal. Ich schaue nochmal eben auf die Batterie. Also, die ist jetzt natürlich voll, das ist jetzt mal nur eine kleine. Heute Abend für euch, gestern Abend, ein Livestream, so ein kleiner Pre-Build. Ich habe hier schon mal vorbereitet ein paar noble Bienen. Ja. Wollte jetzt einfach nur mal hier so ein paar Drip-and-Comps haben. So, man sieht jetzt halt, er kommt gegen an. Also das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Das kann man so machen. So, aber man sieht hier schon halt Hülle und Fülle. Auch an Honig und diesen Propolis. Hier ist bereits alles voll mit Honig. Ja, also was wir mit dem ganzen Honig noch vorhaben werden, werden wir noch sehen. Hier habe ich schon die ersten, ja, so kommen, das sind halt die Hybriden hauptsächlich. Gut, ein paar normale sind auch dabei, aber die Hybriden, da will ich halt versuchen, wenn das soweit ist, mit dem Genetics, da will ich dann versuchen, diverse Dinge rauszuziehen. Also keine Ahnung, hier nehmen wir mal die Kaldi-Welten, na toll, genau. Also hier zum Beispiel das Medo. Geom oder Gen oder wie auch immer. Dann brauche ich nämlich keine von den normalen anfassen. Dann kann ich nämlich die locker zermalmen da. Ja, und man sieht halt, es füllt sich in Hülle und Fülle. Ja, dem wollen wir jetzt mal ein bisschen hier an dieser Stelle entgegenwirken. So, meine Workbench da wieder hin. Und wir brauchen Oakwood. Wir brauchen Slabs. Nehmen auch gleichzeitig ein bisschen Oakwood Planks mit. Ich glaube, eine Kiste brauchen wir auch. Und was brauchen wir noch? Eisen. Genau. Und dann würde ich nämlich sagen, da diese Storage Units aus dem Mod... Warum ist hier Musik aus? Warum spielt der jetzt nochmal Legend of Azeroth? Moment mal ganz kurz. Zufällig ist an. Nö, ist alles richtig. Also, da aus Factorization die Barrels da oder diese Storage Units irgendwelche Probleme mit einigen Mods haben, wenn man da etwas einspeisen möchte, habe ich mir gedacht, nehmen wir die Item Barrel aus Project Red Exploration. Ich habe keine Ahnung, wie viel die umfasst oder wie viel die fassen kann, aber ich denke mal, das ist eine nette Alternative. Da brauchen wir nicht mal eine Kiste für. Ja, so, super. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach mal ein paar Stück hier. Sag mal, hast du eigentlich auch hier auf dem Server Probleme mit der Framerate oder so? Nee, im Moment gar nicht. Im Moment nicht, okay. Ja, ich habe halt hier bei den Bienen habe ich ein paar kleine Probleme mittlerweile. Quatsch. Also, nee, also bei mir scheint es normal zu sein. Kann natürlich durch die Dingens kommen, durch die Partikel, die die Bienen machen. Weil die machen ja Sachen. Die Ach, ganze nee. Zeit. Ja doch, die machen Sachen, tatsächlich. So. Temple Roads, die magst du ja so. Naja, nicht wirklich, aber ist okay. So, pass mal, die Vanilla Let's Play magst du so? Ja, die Barrel, das war jetzt irgendwie. Okay. Macht er das jetzt Barrel? Barrel. Nee. Also, die Barrels, die flack ich hier jetzt erstmal lang. Man nehme eine Axt, dann geht das Ganze auch. Hallo? Flint Hatchet und abgebaut. So.
Erstmal hier entlang, wie gesagt, heute Abend ist ein Livestream angesetzt. Da geht es dann auf jeden Fall eine Etage tiefer und dann geht's unten weiter. So, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Beeswags. Weg damit. Bop, bop. Rein damit. Kann man das jetzt eigentlich auch sperren? Nee, sperren kann man das Ganze nicht. Okay. Nee, aber wenn du, bevor du das letzte Item rausnimmst, lässt er das letzte drin. Okay. Musst du dann extra nochmal draufklicken. Na, okay. Ja, mit dem Bienenwachs können wir ganz viele tolle Sachen machen. Zum Beispiel können wir uns da Torches herstellen. Nur so als Beispiel. Dann Pumpkins. Die habe ich mir hier schon mal hergeholt, weil die werden wir auch nach und nach und immer wieder brauchen. Für das berühmte Seedöl. Ja, dann müssten wir normalerweise hier das Ganze nochmal automatisieren. Aber das werden wir erst automatisieren, wenn es eine Etage tiefer geht. So, kommen wir mal zur Bienenautomatisierungs-Gedönse. Also, wichtig. Jetzt bin ich mal gespannt. Wichtig finde ich persönlich, dass auf keinen Fall die Zucht. Also, wenn ihr eine Zucht habt, so wie diese hier, wo ihr dann halt auch gezielt, so wie ich jetzt zum Beispiel, auf die Majestic gehen wollt, da finde ich es wichtig, wenn man dort halt ganz normal weitermacht. Also, soll heißen. Bloß nicht irgendwie rumexperimentieren mit. Lass mich mal gerade hier gucken, dass ich die richtige Biene erwische. Eine der richtigen. Short Life. Short Test Life. Was haben die denn hier drin? Ach, die haben alle Short Test Life, glaube ich, ne? Das ist ja das Problem, weil hier kann ich ewig nachstecken. Die muss ich nochmal umzüchten irgendwie, aber da habe ich im Moment keinen Bock zu. Habe ich jetzt echt nur. Die hat Short Life, aber die ist. Die hätten Diligent Hybriden. Diligent Nobel Hybriden. Na gut, dann nehmen wir mal eine mit Shortest Life. Dann muss ich die halt zur Not umpacken. Naja, auf jeden Fall bei dieser Automatisierung. Ich würde die Zucht in jedem Fall und immer wieder nur von Hand empfehlen. Und auf gar keinen Fall das Ganze automatisieren. Weil so hat man die bessere Kontrolle über alles. So, wir brauchen jetzt, also die Majestic packe ich hier erstmal natürlich weg, die Cultivated packe ich hier auch erstmal einfach weg. Dann geht das jetzt richtig los. Zwar volle Lotte. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Oakwood, wir brauchen Diamanten und wir brauchen Propolis. Propolis, wo kriegen wir Propolis her? Gibt mehrere Möglichkeiten. Industrial Squeezer, das ist der aus Immersive Engineering, der ist erstmal uninteressant. Das Rezept ist auch erstmal uninteressant. Und zwar, wir haben hier einmal die Stringy Camp und wir hätten hier Silky Propolis. Silky Propolis müssen wir auch noch irgendwie rankommen. Dann haben wir halt die Möglichkeit, im Squeezer für Honig gibt es dann halt eine 5%ige Chance, dass man einen Propolis bekommt. Wie viel gibt es denn hier eigentlich? Steht nichts bei. Wenn man jetzt hier so reinschaut und sich anschaut, dass ich hier irgendwie schon 2 Stacks und 10 Stück zusammen habe, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie viel 10%, nee, 5% wirklich ist. Also es ist lächerlich. Also lächerlich viel, fand ich. Cobblestone brauchen wir noch. Brauchen wir auch noch Redstone. Und wir brauchen Golden Transport Pipes. Und wir brauchen Sticks. So, dann haben wir jetzt alles. So, wir sollten jetzt alles zusammen haben. Dann geht das jetzt als erstes. Wir haben nicht alles zusammen, wir brauchen nämlich nur Gold. Aber jetzt. Dann geht es als erstes los, dass wir uns Kisten craften. 7 sollte reichen. So, die 7. Ach, Quatsch. Die bauen wir jetzt um in Iron Chest und die bauen wir dann gleich um in Gold Chest. Warum ich das so mache, kann ich ganz einfach erklären. Ich brauche jetzt noch Gold, ich hoffe nicht. Fuck. Hab ich die nicht mitgenommen? Hab ich echt nicht mitgenommen. Die liegen noch im Lager. Puh. Ja, sowas. Ja, Goldchest. Also, lass die Bienen da doch einfach reingehen. Bis so eine Goldchest halt voll ist. Das dauert auch mal so einen kleinen Moment. Das Problem an der Sache ist, das ist nicht mehr so wie früher mit den Bienen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich die Golden Pipes habe. Ich glaube, hier drin. Ach, ich habe keine Wooden. Ach, Update vom. Ja, gut, okay, hat sich gerade erledigt. Das war das. Jetzt wieder los. Ja, ich habe die Golden Pipes für Wooden Pipes gehalten wegen dem Update vom Ressourcenpack. Toll. Ah,
Okay, super. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich sogar Kacke. Glas brauchen wir nämlich auch noch. Weil wir müssen dann als erstes damit loslegen, dass wir uns ein paar von den... Kriegen wir die eigentlich zusammen? Nee, schade. Hätte er sein können. Also wir brauchen auf jeden Fall als erstes ein paar Wooden Transport Pipes. Wir kommen da raus. 8 Stück. 8 Stück sollten sogar reichen. Gut. Weiter im Text. Einmal Glas. Beziehungsweise 2-mal Glas. Und dann bauen wir uns 16 Diamond Pipes. Die Diamond Pipes kommen hier wieder rein. Und wir legen so Propolis und kriegen raus 16 Apiarius Pipes. Und diese Apiarius Pipes, die haben halt so ein paar Vorzüge an sich, in sich, um sich. Wie auch immer. So, nun müssen wir das Ganze hier natürlich auch mal ein bisschen aufbuddeln. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief es muss. Ach, siehst du, ich habe da auch noch was vergessen. Weil wir brauchen jetzt noch eine Integrinzie. Also ich will versuchen, jetzt ziemlich zügig, ziemlich bald irgendwie auf den Laser zu kommen. Von, Buildcraft. Buildcraft, danke. Ich hätte nämlich beinahe schon wieder Burning Crusade gesagt, weil ich auch gerade die Musik von... von Cataclysm habe ich die Musik auf Ohren. Ja, klingt ja fast gleich. Ja, ist aber was völlig anderes. Na gut, macht nichts. Habe ich jetzt eigentlich alles dafür dabei? Nee, habe ich nämlich nicht. Ich brauche nämlich... Komm, machen wir einfach so. Und dann verarbeiten wir die mal einfach. 7 Stück. Das reicht hinten und vorne nicht. Aber ich brauche ein bisschen Platz in den Taschen. So und so und so. Gibt genau eine Redstone Engine. Richtig gut. Oder auch nicht gut. Das heißt, ich brauche mehr Holz. Holz von da hinten. Ja. Wenn du damit anfängst, dann... Nee, lass mal. Nee, brauche ich auch nicht. Hallo? Ist gut. Das gibt's doch nicht. Wird ist bei mir da echt nicht richtig. Hier haben wir sie. So, 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 so. 10 weitere. Wo habe ich jetzt die ersten gelassen? Da, 15. Geht auch nicht auf. Naja, egal. Kommen wir erstmal mit lang. So, das ist halt jetzt erstmal die einfachste Methode, um an die Automatisierung im Prinzip ranzukommen. Dann machst du es jetzt mit den Buildcraft Pipes, okay? Ja, sicher. Mit was denn sonst? Ja. Ja, mit was denn sonst? Ja, weiß nicht. Not oder sowas? Nee, warum? Ist okay. Die Not, bin schon ruhig. Die Not bietet mir nicht das, was ich möchte. Denn die Apiarius Pipe, die bietet mir das, was ich möchte. Denn mit der Apiarius Pipe haben wir unglaublich viele Möglichkeiten. Jetzt muss ich mir überlegen. Der muss so... Ja... Dann brauchen wir eine Goldpipe. Eine Goldpipe. Und darauf kommt die Apiarius Pipe. Genau. So, dann brauchen wir hier noch einen Schalter, den ich noch gar nicht gecraftet habe. Habe ich gut gemacht. So und so. Schalten wir jetzt aber erstmal noch nicht an. Wir müssen das Ganze ja gleich noch erstmal konfigurieren. So, wir hauen jetzt hier neben erstmal schon mal eine Chest. Wupp, wupp dich, schwupp dich. So, und jetzt konfigurieren wir halt die Apiarius Pipe. Die Apiarius Pipe hat halt, wie man sieht, 2 Ausgänge jetzt gerade. Klar, man könnte jetzt natürlich mehr machen. Und so weiter und so fort. So, und das Ganze können wir jetzt natürlich konfigurieren. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen mal hier, kommt zum Beispiel bei Schwarz nur Drohnen. Und dann können wir jetzt sagen, als Beispiel, kommen. Das würde jetzt bedeuten, dass wir hier quasi Pure Breeding machen. Also das heißt, wir müssten dann allerdings ein bisschen mehr rumtricksen, ein bisschen mehr chinchen, ein bisschen mehr bauen. Ohne Laser fast gar nicht möglich, weil man eben diese, wie nennen die sich, diese Gates braucht. Und man braucht da schon ziemlich harte Gates. Deswegen, ich mache das jetzt hier erstmal nicht auf Pure Breeding, sondern ich mache es jetzt erstmal nur so, dass ich ihm sage, grün, any bees. Alle Bienen, scheißegal, was du da jetzt rausziehst, alle Bienen kommen da rein. Wenn hier drin jetzt voll ist, dann ist voll. Dann ist einfach voll. Und dann sagt er, ja, okay, ist voll. Jetzt müssen wir halt die rote konfigurieren. Anything.
Hier kommt jetzt halt alles rein. Und man könnte jetzt halt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, hier noch eine Kiste hinstellen. Dann könnte man als Beispiel sagen, rechts gehen jetzt nur die Bienen rein, links gehen jetzt nur die Comms rein. Das wird später noch interessant. Wir werden das auch hier nochmal umstellen, umpacken. Was hatte ich da? Der hat da blau. Wir machen jetzt bei blau anything, bei rot machen wir close, den nehmen wir weg. Das werden wir uns ein bisschen einfacher machen. Oder ein bisschen klüger, ich weiß nicht wie. So, wir könnten natürlich die Kiste auch versenken. Wäre auch gar nicht so verkehrt. Lass mich mal überlegen. Nee, kannst du nicht, man muss ja die Pipe noch weiter runtersetzen. Ja, ja, das überlege ich nämlich gerade, ob das sinnvoll ist. Aber wir können das Ganze auch später noch verlängern. Ich habe ja gesagt, nach unten geht es dann weiter. Nur ich muss es jetzt halt wirklich langsam automatisieren. Ansonsten kriege ich hier bei dem Pure Breed, also die sind ja halt schon alle auf Nobel, 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 nur zweimal Nobel. Beziehungsweise weitere sind dann halt nur auf Forest und so weiter und so fort. So, wir können das Ganze jetzt mal einmal demonstrieren. So, da zieht er jetzt die Drip and Comp raus. Langsam geht die Drip and Comp da runter, geht in die Golden Pipe, zack, wird hoch und ist hier angekommen. Das Ganze können wir dann natürlich später im Keller, wenn der Keller dann heute Abend gebaut wird, werden wir das Ganze auch so weitermachen, dass wir ihm sagen, die Comps werden gleich abgezogen. Und die Drip-In-Comps kommen dann gleich in so eine Zentrifuge. Da bauen wir uns dann noch ein paar Zentrifugen hin. Da bauen wir uns dann für die aktuellen Dinge, bauen wir uns ein paar mehr Zentrifugen und ziehen dann halt alles in den Keller rein. Ich denke, man kann das so in etwa nachvollziehen, wie ich das denke, meine. Ja, doch. So, und das ist schon die ganze Geschichte soweit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eigentlich den einen Punkt hier gibt. Ach ja, guck mal, hier haben wir zum Beispiel Pure Breed Bees. Dann können wir das Ganze noch nach Nocturnal nehmen. Pure Nocturnal, Strong Flyer, Pure Flyer, Cave, weiß ich nicht, wie man das andere ausspricht. Four GUI Pipe Filter Natural, okay? Und Close eben. Also wir haben halt da unglaublich viele Möglichkeiten, was man da einstellen kann. Gibt es da jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, dass du denen noch mehr Sonne gibst oder brauchen die wirklich Tag? Die brauchen einen Tag. Da musst du sie halt in Richtung. Wie heißt denn das? Nocturnal. Ich glaube, das sind die hier. Die sind, glaube ich, Nocturnal, wenn ich die nicht umgewämst habe. Oh, okay. Ich glaube, die Rocky habe ich. Ah, nee, die sind Dional Nocturnal. Weil du kannst sie halt auch mit beidem versorgen, dass sie tagsüber und nachts fliegen. Also es die Möglichkeit gibt es auch. Da muss man halt so ein bisschen dran rumzüchten. Und das ist halt das, worauf viele keinen Bock haben. So, kleine Information zum Züchten nochmal. Wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Denn am Sonntag habt ihr das erste Video bekommen, wo wir alles aufgebaut haben. Heute ist für euch Mittwoch. Dieses Video nehme ich am Dienstag zuvor auf. Und ihr seht schon, wenn wir hier einmal reinschauen, wir haben schon Industrious Princess. So, was habe ich jetzt gemacht in der Zwischenzeit? Ich habe immer hier vorne an dem Apiary angefangen und bin dann einmal im Kreis gelaufen. So, zack, zack, zack. Und habe dann alles Mögliche gemacht und getan. So, und bei der letzten Station, bei der ich angekommen bin, da habe ich mich so einfach hingestellt. Zack, bin rausgegangen, habe auf meinem linken Monitor YouTube-Videos geguckt, Twitch geguckt, was auch immer. Und wenn hier dieser kleine Strich hier unten irgendwo so angekommen ist, dann bin ich wieder losgelaufen und dann habe ich weitergemacht. Es ist halt eine Fusselarbeit, ohne Frage. Zwischendurch habe ich dann nochmal Zuckerrohr auf 10, 10, 10 gebracht, weil wir brauchen hier noch ganz viel Zuckerrohr. Das kann ich euch auch mal direkt zeigen, wofür wir eigentlich Zuckerrohr brauchen. Packen wir hier mal eben zwei Sachen raus. Wir brauchen nämlich auch Bohnenmehl. Bohnenmehl und Zucker. Ich mach das mal hier drin. Ah, Bohnenmehl, da sagst du gerade was. Ich geh nochmal zur Monsterfalle, gucken, ob die mittlerweile wieder voll ist. Ja. Also, das beides zusammen ergibt Growth Medium. Und das Growth Medium, Genetik, das Growth Medium müssen wir in einem Gerät weiterverarbeiten. Und zwar in den Inkubator. Lass mich gucken. Sag ich das Richtige? Ich hoffe, ich sage das Richtige. Inokulator
klingt irgendwie gerade richtiger für mich. Bin jetzt nicht 100% sicher. Eine der beiden Geräte war es auf jeden Fall. Vielleicht habe ich euch das jetzt hier gerade hingeschrieben, wie es richtig heißt. Oder welches Gerät es halt ist. Da wird das Ganze halt weiterverarbeitet zu... Hast du eh nicht. Das weiß ich. Das wissen auch die Zuschauer. Und dann mit einmal denkt er doch mal dran. Ja, jetzt zeigt er mir natürlich nicht an, oder ich müsste hier alles einmal durchgucken, wie es heißt. Also das Ganze wird dann weiter verarbeitet und wir müssen dann nachher an solche Sachen kommen wie DNA Dye. Ne, DNA Dye ist es nämlich gerade nicht. Das ist ja nur hier Purple und Glowstone, das ist ja... Das war es auch nicht. Enzyme. Enzyme zeigt er mir nämlich kein Rezept an. Genau. Kann man eigentlich jetzt auf Utils drücken? Nö. Also, wir müssen das Ganze halt weiterverarbeiten in ein bestimmtes Serum, das der mir hier komischerweise echt nicht anzeigt. Das wundert mich einfach. Also es ist, hat irgendwas mit Bakteria oder irgendwie so heißt es, hat das zu tun. Es besteht immer eine Chance von X. Ich weiß die Prozentzahl jetzt nicht. Schreibt sie jetzt auch bitte nicht unter das Video, weil ich glaube, die habe ich ein bisschen abgeändert. Die habe ich ein bisschen ausnahmsweise mal runtergeschraubt. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Dass dieses Growth Medium Zeugs verbraucht wird. Und auch die nachfolgenden Dinge. Und wir brauchen halt Kaktus, wir brauchen dieses Growth Medium und wir brauchen, glaube ich, noch irgendwas. Irgendwas war da noch, das will mir jetzt aber gerade partout nicht einfallen. Aber irgendwas brauchen wir halt noch davon. Ja, und da wir jetzt 21 Minuten auf dem Tacho haben, der gute Street und ich, oder nur ich, wir werden das hier jetzt nochmal schnell weiter automatisieren, weil gerade der Lümmel hier, der ist mir wichtig, dass der automatisiert wird. Und Forest. Forest ist mir auch wichtig, denn da ziehe ich schon jedes Mal ein Plus raus. Also das ist mir... Ich kann dir ja gerne helfen. Ja. Kein Problem. Das ist mir halt wichtig, dass die Fertigen hier, dass die halt schon mal automatisiert werden. Jo. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es denn mit dem Keller fertig ist und so weiter und wir dann Tanks bauen müssen, wobei die Tanks kommen vielleicht heute Abend in den Livestream. Wir müssen diverse Tanks bauen, Zwischenspeicher, keine großen Dinger wahrscheinlich, sondern so mittelgroß. Ja, lasst euch überraschen, was ihr dann beim nächsten Mal hier sehen werdet. Bis dahin würde ich sagen, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu, haut rein und tschüss. Tschüss.